Ich werfe nie übrig gebliebene Kekse weg. Zunächst zerkleinern wir 400 G-Kekse in einer Schüssel. Gut zerkleinern und beiseite stellen. In eine Pfanne 80 g Butter geben und rühren, bis sie geschmolzen ist. Dann 100 ml Milch hinzugeben und weiter rühren. Jetzt ist es Zeit für den Zucker. 30 g Zucker hinzugeben und gut umrühren, um sicherzustellen, dass alles gut eingearbeitet ist. Jetzt ist es Zeit für den Kakao. 80 g zugeben und weiter rühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Sobald alles fertig ist, den Topf vom Herd nehmen und die köstliche Schokolade über die zerkleinerten Kekse gießen. Gut umrühren, um jedes Stück zu überziehen, und die Schüssel beiseite stellen. Legen Sie nun eine Platte mit Frischhaltefolie aus und beginnen Sie damit, den Teig einzugießen. Verteilen Sie ihn sorgfältig, um sicherzustellen, dass alles gut verteilt ist. Sind Sie fertig? Die Schüssel abdecken und für 4 Stunden in den Kühlschrank stellen. Nach dieser Zeit herausnehmen und nach Belieben mit Puderzucker bestreuen. Zum Schluss in Würfel schneiden und genießen. Hat Ihnen dieses Rezept gefallen? Dann nutzen Sie die Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. So verpassen Sie keine Köstlichkeit mehr. Bis zum nächsten Mal.